Venti vor mir im Gesicht. Das macht das Ganze erträglicher. Wozu der Gegenstand gut ist, den Zimt mir gebracht hat, das erkläre ich dir gerne, aber vorher muss ich dir noch etwas etwas sagen. Es geht um Alma. Wenn meine Beobachtungen stimmen, dann ist der Orteus für ihren geschwächten Zustand verantwortlich. Der Orazid versucht schon seit einiger Zeit mit Alma zu kommunizieren und ich fürchte, seine Bemühungen fordern allmählich ihren Tribut. Die NRR-Wellenlänge des Kristalls ist so geschaffen, dass... Oh, entschuldige, eine alte Gewohnheit. Was ich sagen will, der Kristall benötigt Äther und jenes Äther passte nicht zu ihm. Sein Äther scheint vielmehr mit der Kette seiner verstorbenen Frau kompatibel zu sein, die im Virgo wirbt. Der Virgo hat Jenomis nach Iberis geführt. Die Wellenlänge des Orteus hingegen scheint mit Almas Äther zu korrelieren. Der Orteus versucht, Alma ihren Äther zu entziehen. Ich weiß nicht, welche Sehnsüchte in ihrer Brust weilen, doch sie scheint dem Orteus zu gefallen. Dass der Kristall noch nicht in Aktion getreten ist, liegt vermutlich einzig daran, dass Almas Sehnsüchtige nicht so stark sind wie die von Baggernan und dass der Orazid in ihrer Halskette interferiert. Alma weiß das, doch sie hat mich gebeten, ihrem Vater und Bruder nichts davon zu sagen. Dabei wäre es am besten, den Orteus so schnell wie möglich loszuwerden. Dieser Gegenstand ist eine Versicherung für den Fall der Fälle. Er kann die Interferenzwellen der Kette verstärken, falls der Orteus zur Tat schreitet. Allerdings konnte ich ihn bisher noch nicht testen. Ah, ja, sehe schon. Ist es wahr, dass Miyagi hier ist, Kuku? Vielleicht weiß er ja was über das Kloster von Obonne. Wir müssen sofort zum Luftschutzlandeplatz, Kuku. Mir nach! Was hat die für eine Quest? Oh. Level 1? Okay. Was? Auf zur Brücke. Es sind aber noch einige Missionen in dieser Questreihe. Hier bin ich falsch. Ich glaube, mein Hirn funktioniert bei der Wärme auch nicht so, wie es sollte. Aber ich glaube, ich mache noch, bis ich den nächsten Allianz-Raid freigeschaltet habe und dann wechsle ich das Spiel.
danke, dass du gekommen bist. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, auch einen Mogli bestellt zu haben. Sie hätten andeuten, ich würde stören, Kupo? Ich habe keinen Grund, auch gleich aus dem Feld zu fahren. Was willst du von mir, Wollknäuel? Als Luftpirat kommst du sicher viel rum, oder? Kennst du den Golmor-Dschungel? Wir müssen nämlich zum Kloster von Obonne, Kupo. Den Golmor-Dschungel? Bin ich lebensmüde, da außen die Viera. Und die hüten ihn bald, wie ihre hübschen Augäpfel. Ach, wie süß! Hat so ein kleiner Banga Angst vor einer Viera? Oder ein Rudel Viera? Du willst sicher nur den Preis rauftreiben. Wir müssen unbedingt dahin. Wenn du was weißt, dann spuck es aus. Ruhig Blut, Kleiner. Hört euch erstmal an, was ich zu sagen habe. Ja, okay. Es gibt da jemanden, der dich unbedingt treffen möchte. Womöglich kennt die betreffende Person auch den Ort, den ihr sucht. Details wäre ich euch gern unterwegs. Sagt mir Bescheid, wenn ihr flugbereit seid. Unser Luftschiff wird euch nach Ravanastro bringen. Für eure Sicherheit verbürge ich mich höchstpersönlich. Ich frag mich ja, wann die Bangas als wilder Stamm kommen. Ich weiß, dass die noch nicht in Shadowbringer als wilder Stamm existieren. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es passieren wird. Weil so wie ich die Leute von FF14 ja verstanden habe, wird es keine weitere Rasse geben. Also zumindest haben sie es nicht geplant, nochmal eine Rasse nach den zwei, die jetzt kommen, nochmal rauszubringen. Die können natürlich ihre Meinung irgendwann wieder ändern. Aber bis jetzt sahen ja alle Klassen ein bisschen menschenmäßig aus. Und nicht so komplett. Also die sehen ja wirklich aus, wie als wäre es mehr ein wilder Stamm. Auch wenn die zivilisiert eigentlich sind. Seid also wieder unter die Luftpiraten gegangen, Kupo? Nein, wir haben mit dem Gedanken gespielt, aber nach dem, was Bagamland widerfahren ist, haben wir beschlossen, wieder zu unseren Wurzeln als damaskanische Füsiliere zurückzukehren. Bitte noch einmal auf Mogrisch, Kupo? Wir haben uns dem Widerstand angeschlossen. Doma mag von seinen Besatzern befreit sein, aber wie ihr ja sicher wisst, hatten wir leider nicht so viel Glück. Das wird bestimmt auch noch kommen. Irgendwann. Entweder in 2 oder 4 Jahren. Aber die wollen bestimmt nicht nochmal Galea bringen als Gegner. Obwohl, die sind so oder so immer Gegner. Ich habe ja schon im Shadowbringer den galäischen Kaiser oder den ersten Kaiser gesehen. Dass der da drin vorkommen wird. Die Führung unserer Befreiungsarmee wurde gesammelt, hingerichtet. Doch das heißt nicht, dass auch der Widerstand gebrochen ist. Schließlich waren wir von Anfang an eigentlich eher ein loser Zusammenschluss vieler einzelnen Gruppen. Als eine einheitliche Armee. Die Köpfe abzuschlagen ist leicht. Den Körper bis auf die letzte Faser zu vernichten, weit weniger. Wir sind Teil einer der überlebenden Widerstandsgruppen namens Lentes Träne. Lentes Träne? Und einer unserer Kommandantinnen will dich sprechen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wen? Das klingt aber ganz schön gefährlich, Kupo. Du Angsthase, warst ja zum Glück nicht gemeint. Hör dir einfach an, was sie zu sagen hat und fühle dich nicht so, dich zu nichts verpflichtet. Wenn du ablehnst, wird dir das keiner übernehmen.
Zumindest nicht ich. Und meine Vermutung ist, es könnte sich um Fran handeln. Könnte. Muss nicht. Aber da es eine weibliche Person ist, wir zu den Vieras müssen, wäre es möglich, dass wir auf Fran treffen, die uns dann den Zugang zum Golmor-Dschungel auch gibt, weil wir ihr geholfen haben. Mal sehen, ob ich damit recht liege. Guck mal. Wir haben Ravanastre fast erreicht. Es muss immerhin einen Grund geben, warum die uns hier nicht verraten, wie die heißt. Oh, dein Twink. Oh, ich muss meine Twinks auch mal leveln, aber ich wollte erstmal meinen Charakter auf jeden Fall die Story vorbereiten zu Shadowbringer hinterher durchbringen und danach werde ich wahrscheinlich meine ganzen anderen Charaktere hochpushen. Ich habe da einiges vor. Folge mir, wird ein kleiner Fußmarsch. Aber ich denke, so einen zweiten Charakter hochzupushen geht sowieso schneller als den ersten Charakter. Es sei denn, man rennt mit dem ersten Charakter auch nur durch die Story durch und liest nichts durch. So habe ich. Es ist nicht dein Ernst, ich hatte recht! Hier ist sie, Boss. Die Befreierin von Alamigo und Doma. Ah, okay. Du bist also die, von der alle reden. Ich feiere das Grab. Eine Viera-Kuppe? Mein Name ist Fran, Kommandantin von Lentes Träne, einer dalmaskanischen Widerstandsgruppe. Wohl noch nie eine Viera gesehen, hm? Keine Angst, wir beißen nicht. Aber ich finde die sowas von gut gemacht in diesem Spiel. Das ist das erste Mal, dass ich sie in einer hochauflösenderen Grafik sehe. So. Ah, ein Großteil der Viera hält sich an die Gebote und verlässt den Wald das ganze Leben nicht. Popo. Nur wenige wagen sich hinaus und leben außerhalb. Es kommt. Wenige, ja klar. So wenige waren das jetzt nicht in Final Fantasy XII. Es kommt ganz schön selten vor, dass man mal eine von ihnen trifft, Kuku. Ich frage mich wirklich, ob die Ereignisse von Final Fantasy XII passiert sind und in Final Fantasy XIV sozusagen ein bisschen fortgeführt wird. Ein bisschen. Aber ich könnte mich natürlich auch irren und das ist komplett eine andere Fran als in Final Fantasy XII. Naja, so hochauflösend nicht. Ich habe da Teil gespielt. Also, die ist hier schon ein bisschen glatter. Also nicht so kantig. Natürlich ist Final Fantasy XIV ja noch nicht so grafisch ein Meisterwerk, aber ist klar, dass bei so einem großartigen Spiel, so von der Größe her, die Grafik dann leiden muss. Ich verstehe. Du willst im Kloster von Obo, ne? Der Golmor-Dschungel ist uns heilig. Außenweltler dürfen ihn nicht betreten. Und dennoch willst du es tun? Du? Eine Kollaborateurin? Diese Gruppe Galea? Unserer schlimmsten Feinde?
eine Freundin derer, die uns die Heimat genommen haben? Du nimmst dir das Recht heraus, geweihten Boden zu betreten? Euer Feind ist das Kaiserreich, nicht seine Bürger. Ich bin ja mal gespannt, ob ich auch noch andere Charaktere treffe, aber so viele Charaktere können es gar nicht mehr. Obwohl, wo sie ist, ist Balf ja nicht weit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der auch noch kommt. Du trennst den Staat und seine Bürger? Willst du sagen, den Einzelnen trifft keine Schuld? Wer garantiert mir, dass diese Exilanten wirklich so denken? Das darfst du nicht sagen, Gubo. Herr Jenomis und die anderen sind keine bösen Leute. Sie verabscheuen den Krieg und sind auf unserer Seite, Gubo. Seit wann seid ihr Mokris Dalmaskaner? Was wisst ihr schon von unserem Stolz und unseren Entbehrungen? Das geht vielleicht jetzt vielleicht etwas zu weit, Boss. Also gut. Ich schlage euch ein Geschäft vor. Ein Geschäft, Kuppel? Ganz recht, ein Geschäft. Lentes Träne benötigt die Hilfe der Allianz und der östlichen Verbände, um das Kaiserreich zurückzuschlagen. Ja, nieder mit dem Kaiserreich! Als Mitglied des Bundes der Morgenröte hast du beste Verbindungen zu den Herrschern der einzelnen Staaten. Du sollst daher als unsere Vermittlerin auftreten. Außerdem benötigen wir unseren Kampf gegen die Galear Geld, um unsere Truppen aufzufrischen. Wie man hört, pflegst du beste Kontakte zur Ostaldenat Handelsgesellschaft. Und wie man ebenfalls hört, sind sich diese Raff-Szene nicht zu fein, heimlich mit den Galear zu kooperieren, um sich die Taschen vollzustopfen. Was sollte sie also davon abhalten, auch mit dem Feind ihres Freundes zusammenzuarbeiten, wenn es gewinnversprechend ist? Wenn du bereit bist, uns in diesen beiden Punkten deine Hilfe abzusichern, werde ich euch zeigen, wie ihr das Kloster finden könnt. Du bist bereit, Jenomis und die anderen zu verzeihen, Popo? Ich bin bereit, sie zu ignorieren, wenn es unsere Sache nützt. Wir haben keine andere Wahl, wenn wir das Kaiserreich besiegen wollen. Also sprich, wie lautet deine Entscheidung? Ich will es versuchen, kann aber nichts garantieren. Los, schmeißen wir die Galear raus. Es reicht mir, wenn du unser Anliegen vorbringst. Mehr erwarte ich nicht von dir. Schön, dass das geklärt ist. Dann können wir ja jetzt endlich nach Hause fliegen. Okay. Bagi, du begleitest sie und sorgst dafür, dass sie zu ihrem Wort steht. Zu Befehl. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, dass die auf Fran hören. Wenn man bedenkt, was die in Final Fantasy XII so alles angerichtet haben und wie oft wir gegen Bagan dann kämpfen mussten. Es gab ja sogar eine Sidequest, wo man ihnen nochmal begegnet und der Kampf war nicht gerade einfach, soweit ich es in Erinnerung hatte. Es ist ein ehrbarer Wunsch, doch er wird nicht erhört werden. Für Hoffnung ist im Kriegen kein Platz, Prinzessin Ashlea. Lebt die Prinzessin überhaupt noch? Wie gesagt, für mich ist das so, als wäre das jetzt eine Fortsetzung von Final Fantasy XII, nachdem wir die Richter besiegt haben und so. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Jahre später die Galear dann eingedrungen sind, sich das ganze Chaos zunutze gemacht haben und so weiter. Unglaublich, Kubo. Eine echte Viera. Und wir sollten dem Widerstand helfen? Es war schon immer mein Traum, für Gerechtigkeit zu kämpfen, Kubo. Neben der Schauspielerei natürlich.